Leute, ich habe das Gefühl, Modern Combat 5 kann mich nicht ausstehen. Und warum? Ganz einfach, weil ich immer in solche Scheiß-Lobbys komme mit solchen Inzuchtkindern, die echt nichts können außer Knife Run und ihren Scheiß-Raketenwerfer auspacken. Deswegen spiele ich jetzt einfach mal hier jeder gegen jeden auf Baustelle mit der guten alten Ufia, eigentlich meiner Lieblingswaffe, und versuche mal eine Lobby zu finden ohne diese ganzen, ja, ihr habt es ja schon gehört, mit denen es einfach keinen Spaß macht zu spielen. Das ist einfach so dermaßen schlimm. Und dann sind es nicht nur die Leute, sondern auch Modern Combat 5 an sich. Es schickt mich die ganze Zeit auf Kanäle. Dann gibt es irgendwelche Serverprobleme. Das ganze Spiel stürzt ab und so ein Shit. Ich weiß nicht, was mit Modern Combat 5 los ist, aber irgendwie hat das was gegen mich. Es mobbt mich. Deswegen spiele ich jetzt einfach hier mal jeder gegen jeden. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwas hinbekomme. Ich habe anscheinend schon wieder ein Heavy gehört. Da vorne ist schon wieder der nächste Heavy, der mich mit Granaten zuspammt. Ihr seht schon, Leute. Dieses Spiel, das geht mir gerade so dermaßen auf den Zack. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist das Spiel, was ich größtenteils auf dem Kanal hier bringe. Deswegen will ich das nicht aufgeben. So schnell gebe ich das nicht auf. Glaubt mir, Leute. Aber es wird immer schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer. Da ist schon wieder der nächste Heavy. Oh, endlich mal eine gescheite Waffe. Gerade eben habe ich so eine Challenge gemacht mit einer Waffe, die einfach minus 300 Schaden gemacht hat. Mann, der Gegner hat mehr Leben dazu bekommen, als ich ihn angeschossen habe, wie es scheint. Und dann ist er mir auch noch mit dem Messer entgegengerannt. Was ich so richtig hasse, ist, wenn die einem mit der Pistole entgegenrennen und du weißt, dass sie ein Messer wollen und denen ins Gesicht guckst, Alter, dann siehst du schon, dann siehst du einfach ihre Dummheit. Ah, der Kevin Gamer ist beigetreten, das ist nice. Spielt mit der neuen Sniper. Sowas ist Skill, Leute, wenn man mit der neuen Sniper oder sowas spielt, mit einer Repetiersniper und nicht mit der E24 oder sowas ankommt. Leute, merkt euch das mal. Oh, hatte ich gerade den Abschlachtbug, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Der hat jetzt aber auch bestimmt gedacht, was geht denn bei mir? Ich hoffe jetzt einfach mal wieder eine Runde zu haben, die mir Spaß macht, die mir vielleicht wieder etwas mehr Motivation gibt, dieses komische Spiel zu spielen. Ich habe jetzt übers Wochenende gar nicht spielen können, gar nicht spielen wollen. Ich war halt eben weg. Da hatte ich keine Gelegenheit zu spielen oder gar ein Video zu machen. War jetzt aber auch mal eigentlich ein erholendes Wochenende. War ich bei meinen Großeltern, da gibt es nicht mal gescheites Internet. Also mal was anderes. Und den habe ich nicht bekommen. Der Kevin Gamer ist auch schon rausgegangen. Keine Ahnung warum. Vielleicht fucken ihn die Leute hier langsam ab. Ich hoffe, dass sie mich nicht abfucken werden. Und das spamme ich jetzt auch mal mit Granaten. Und er spammt mich mit der Granate zurück, die zum Glück kaum Schaden gemacht hat. Da haben wir den nächsten Gegner. Oh! PR39 habe ich anscheinend. Oh! Ich habe meinen Knife-Button auch über dem Sprint-Button. Das heißt, manchmal knife ich einfach so. Es ist jetzt kein Knife-Running, was ich mache. Also, der wird sich wahrscheinlich darüber aufregen, dass ich ihn gemessert habe, aber wenn Leute wirklich nur rumrennen, um zu messern, dann ist es so erbärmlich. Oder wirklich nur Granaten schmeißen, anstatt ihre Waffe abzufeuern. Dann ist es einfach eine erbärmliche Tat, die mich einfach so dermaßen abfuckt. Ich meine, wenn es mal einen Knife Runner oder sowas gibt, dann ist cool, aber nicht cool, aber dann ist es okay. Aber wenn wirklich in fast jeder Lobby da sowas drin ist, was hatte denn ausgepackt? Der hatte die DS. Bis jetzt gibt es ja noch keinen, der mich wirklich abfuckt. Also es gibt ein paar Leute, die schmeißen ein paar Granaten, ein paar Leute, die messern, aber auch kein Knife Running. Der hat jetzt eine Shotgun, da weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Aber es ist okay, ich meine, wenn er nur mit der Shotgun spielt, dann ist es verkraftbar. Wenn er nicht seine OP-Zweitwaffe auspackt, wahrscheinlich hat er gar keine gescheite. Da haben wir noch einen mit der SMAS. Ich weiß nicht, warum die alle mit dieser Shotgun. Warum so viele mit der Shotgun spielen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Bleib mir weg mit deinem Raketenwerfer. Warum kriege ich den nicht abgeschossen? Ich kann das irgendwie im Knie nicht schießen. Keine Ahnung warum. Oh, jetzt ist einer mit der Sering da. Ich muss eigentlich sagen, dass die Sering nicht so unglaublich schlimm ist. Wirklich so unglaublich schlimm ist sie nicht. Sie ist nicht viel stärker, als wenn du jetzt mit der Bosk oder PR39 oder sowas ankommst. Nur ist das Problem, dass es eine Heavy-Einheit ist. Das heißt, er schluckt einfach sehr viel Kugeln. Und dann im Vergleich ist sie halt wieder sehr stark, die Serien, weil sie halt mit dieser Einheit gespielt wird. Ich versuche jetzt einfach hier mal wieder so eine Runde zu machen, wo rasiert wird. Und der Kevin Gamer, der kann sich nicht entscheiden, ob er mitspielen will oder nicht. Wahrscheinlich wird er die ganze Zeit rausgekickt. Das Phänomen kennt man ja. Oh, Lag. Dead Server-Lag, ey. Man kann wirklich unter Server-Lags und Geräte-Lags unterscheiden, wenn es mal einfach so ein richtiger Aussetzer ist, mal. Dann ist es eigentlich ein Server-Lag, so wie ich das finde. Also, falls ihr nicht wirklich ein richtig scheiß Gerät habt. Aber falls einfach die Frames
also in meinem Fall ist es jetzt so, falls einfach eure Frames ziemlich stark runtergehen, dann ist es gerätlastig. Also so ist jedenfalls meine Definition. An dem mache ich es mir immer fest. Und solche Frame-Drops habe ich eigentlich nicht. Nein. Nein, was wolltest du denn spielen? Zeig mal deine Waffe. Die Slug, da haben wir schon wieder den ersten. Also solche Frame-Drops habe ich normalerweise nicht. Vielleicht ab und an mal beim Aufnehmen, aber das ist eigentlich normal. Das Gerät überlastet auch mal kurze Zeit. Ach komm. Also ich meine jetzt spürbare Frame-Drops. Kann natürlich sein, dass so ein paar kleine Frame-Drops immer so mal irgendwo sind. Die kann ich jetzt aber nicht sehen, weil ich kein FPS-Meter habe. Da kann ich euch auch was erzählen. Da gibt es so ein Programm, ich weiß, es ist doch GL-Tools heißt das Programm. Damit kann man unter anderem die FPS anzeigen lassen. Und da hätte ich mein Nexus 9 fast gebrickt. Gebrickt, wie kann man das erklären? Dass euer Gerät vielleicht irgendwie in einem Bootloop ist. Das heißt, die ganze Zeit hochfahren will, aber nicht mehr angeht. Das ist ein Brick. Oder halt ein Hardbrick ist, wenn es einfach gar nicht mehr angeht. Bei mir war es dann in so einem Bootloop. Das heißt, das Teil hat nicht mehr hochgefahren. Weil ich GL-Tools installieren wollte, das wird dann auf die Systemdatei geschrieben. Da muss man eigentlich immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe da gerade nicht aufgepasst gehabt. Und dann war ich in so einem Bootloop drin, versuche so ganz normal, ja, so ein paar Mal die ganzen Systemdateien, nicht Systemdateien, alle Dateien zu löschen, also so ein Reset zu machen. Konnte ich machen, hat aber nichts gebracht. Der war immer noch im Bootloop drin. Und da dachte ich mir so langsam, oh shit, ich bin am Arsch, ich brauche ein neues Gerät. Wahrscheinlich brauche ich ein neues Gerät. Und das Problem ist, die Garantie ist im Eimer, weil ich das Teil geroutet habe und einen geöffneten Bootloader hat. Und dann ist es mir auch gekommen. Also, wenn ihr euer Gerät geroutet habt, vielleicht wusstet ihr es gar nicht, dann ist eure Garantie verfallen. Und dann könnt ihr keine Zurückerstattung mehr bekommen. Und da habe ich schon den letzten Kill gemacht. Das hat gerade einen komischen Lag gegeben. Server-Lag, wie gesagt, 3 zu 2 ist auf jeden Fall ein guter Score. Freue ich mich, dass ich mal wieder was hinbekommen habe. Motiviert mich jetzt auch ein bisschen. Ich wollte noch kurz fertig erzählen. Ich hatte den Bootloader glücklicherweise geöffnet. Falls ihr wissen wollt, was es ist, googelt es nach. Und dann konnte ich ein ganzes neues System draufspielen aufs Tablet. Und da war ich so glücklich, dass es wieder funktioniert hat, ohne Witz. Das hat mir dann den Tag gerettet. Kurz Schluck aufgehabt. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen, weil es wieder ein normales Live-Commentary. Ich wollte eigentlich eine Challenge machen. Diese Challenge wird auf jeden Fall noch drankommen. Das ist ein treuer Abonnent, der die Challenge gestellt hat. Der so oft die Challenge geschrieben hat, aber ich sie aber nie drangenommen habe. Aber als nächstes wird sie dann drankommen. Gut, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nice. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.